Eminenz, sehr geehrter Kardinal Koch, Christenverfolgung heute lautet das Thema eines Kongresses in Schwäbisch Gmünd, an dem auch Sie teilnehmen. Veranstaltet wird der Kongress von evangelischen und evangelikalen Gemeinschaften. Sie, Herr Kardinal, nehmen als hochrangiger Vertreter der katholischen Kirche an diesem Kongress teil, halten auch einen Vortrag. Was sagt das über den Stellenwert, über die Bedeutung dieses Kongresses aus? Die Christenverfolgung ist heute so weit verbreitet in der heutigen Welt, dass es jeden Christen beschäftigen muss. Und ich bin sehr dankbar, dass gerade von evangelischer Seite her das Interesse darauf gelenkt wird. Und sie haben mich schon früh eingeladen und gewünscht, dass ich hier sein soll. Und das habe ich gern gemacht, um auch zu zeigen, dass das Anliegen der Christenverfolgten ein Anliegen ist, das alle Christen beschäftigen muss. Das Thema Ihres Vortrags lautet Ökumene der Märtyrer. Was will dieser Begriff zum Ausdruck bringen? Dieses Wort will besagen, dass heute alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ihre Märtyrer haben, weil die Christen heute nicht verfolgt werden, weil sie Katholiken, Orthodoxe, Evangelikale, Evangelische, Pentekostalische sind, sondern weil sie Christen sind. Und das verbindet uns zusammen. Es gibt eine Gemeinschaft der Märtyrer. Man muss von einer ökumenischen Dimension des Martyriums reden. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten miteinander verbindet. Denn das Blut, das die Christen vergießen, das trennt uns nicht, sondern das eint uns. Und so ist wahrscheinlich, nach meiner Überzeugung auch, die Ökumene der Märtyrer der glaubwürdigste Beweis, dass wir Christen unlösbar zusammengehören. Die Christenverfolgung, besonders im Nahen Osten, in Ländern wie Irak oder Syrien, ist so schlimm wie selten zuvor. Mit welchen Gefühlen und Gedanken beobachtet man im Vatikan diese Entwicklungen? Das ist eine ganz große Sorge für alle in der Kirche, in ganz besonderer Weise für den Papst. Denn wir sind uns ganz bewusst, ein Naher Orient ohne Christen ist nicht mehr der Nahe Orient. Und wenn wir im Nahen Orient nur noch Steine haben, die an das Christentum erinnern, aber nicht mehr lebendige Menschen, dann ist das nicht mehr diese Gegend. Und deshalb muss es uns eine ganz große Sorge sein, dass die Christen diese Gebiete nicht verlassen müssen. Wir verstehen natürlich alle, die das tun, weil sie keine Zukunft mehr sehen. Aber es ist uns besonders wichtig, dass die Christen in diesen Gegenden auch bleiben können. Und es gibt heute auch Muslime, die sagen, wir möchten, dass die Christen bleiben. Und wenn wir all diese Kräfte zusammentun, können wir, glaube ich, doch einiges erreichen. Was könnte man denn, was müsste man denn tun, um die Gewalt gegen Christen einzudämmen oder sogar zu stoppen? Ganz sicher nicht mit Gegengewalt, weil das wird immer das Kontraproduktivste sein. Meines Erachtens ist sehr, sehr wichtig, dass wir für die Verfolgten beten. Das ist für mich zentral. Ich habe letztes Jahr ein Flüchtlingslager in Jordanien besucht und das Erste, was die Leute einem sagen, vergesst uns nicht. Wir haben manchmal den Eindruck, ihr im Westen denkt nicht mehr an uns. An diese Menschen zu denken, für sie zu beten, ist zentral. Und das Zweite ist, diese Elendssituation, diese Märtyrersituation auch immer mehr ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Es hat noch nicht den Stellenwert, den es haben müsste. Und so Koalitionen zu finden. Und dann, denke ich, ist natürlich die Politik sehr gefragt. Also, was Präsident Hollande in Paris nun sagt, dass ganz Europa zusammenstehen muss, dass auch Amerika und Russland gemeinsam Lösungen suchen müssen, damit dieses Elend aufhört, das scheint mir sehr wichtig. Eine letzte Frage noch zur geistlichen Dimension des Martyriums. Jesus Christus hat uns gesagt, wenn Sie mich verfolgt haben, werden Sie auch euch verfolgen. Gehört die Dimension der Verfolgung unabdingbar zur Kirche dazu? Die Verheißung Jesu hat sich immer bewahrheitet in der ganzen Geschichte. Die Verheißung Jesu ist wahr und sie wird sich immer bewahrheiten. Natürlich sind die Situationen verschieden. Einmal geht die Verfolgung in die Richtung, einmal in eine andere Richtung. Aber die Botschaft der Liebe ist so herausfordernd, dass sie immer das Böse provoziert. Und je intensiver Christen ihren Glauben leben, umso heftiger können die Reaktionen sein. Und ich denke, wenn man Christ ist und Christ sein will,
muss man den Ernst dieser Verheißung wahrnehmen. Die Kirche wird immer in Not sein und braucht deshalb die Hilfe aller Christen. Eminenz, sehr geehrter Herr Kardinal Koch, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.